Oh, ist ja eine ordentliche Halle hier. Die Statue eines Ritters. Irgendwas ist komisch daran. Das Gesicht ist irgendwie entstellt. Sieht aus, als würde er verwesen. Igitt, wo bin ich hier bloß gelandet? Das ist eine Nekropole, ein Massengrab. Verwesende Leichen. Na wunderbar. Wenn man sich einen Ort vorstellt, der am weitesten weg vom Himmel ist, dann ist ein Knochenlager tief unter der Erde, aber ganz vorne mit dabei. Ein Symbol. Sieht aus wie ein verschnörkeltes Haar. Das sind doch die Symbole, die auf den Ikonenbildern in der Kirche sind. Was hat Bartholomäus nochmal über diese Typen erzählt? Das Z mit dem Schnörkel steht für Barnaby Garlic, den Seneschall. Das verschnörkelte H steht für William Cullerstone, den Hohepriester. Und das F für Harold of Limits, den einfachen Frater. Ob man die Symbole irgendwie aktivieren kann? Eine Ritterstatue. Vielleicht ist das einer von den drei Ordensbrüdern, die auf den Ikonenbildern gezeigt werden. Eine Ritterstatue. Eine Ritter. Vermutlich. Eine Kurbel. Also nehmen wir mal die Kurbel. Wieso sollte ich das machen? Das so, wo kommt denn wohl dieses Ding her? Hin. Ups. Auf mich wurde geschossen. Eine Steinplatte. Ähnlich wie auf der anderen Seite. Ein Lichtstrahl, der aus einer Öffnung da oben kommt. Da geht es in den Raum mit dem Mosaik, in dem ich runtergekracht bin. So, ob ich jetzt hier überhaupt irgendwas übersehen? Steinplatten. Oh, da steht die irgendwas. Gleiche Inschrift wie auf der anderen Seite. Nur drei von gleichem Herzen und drei von gleichem Schritt sind dem Betreten würdig. Fast die gleiche Inschrift. Auf der anderen Seite steht verlassen, hier betreten. Das ist eine Vertiefung. Sieht so aus, als könnte man da was reinstecken. Ah, die Kurve. Gut, da komme ich jetzt überhaupt nicht hin. Wo wird geschossen? Hier. Auf mich wurde geschossen. Ja. Eine Ritterstatue. Die vielleicht. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Da kann das Fellknäuel auch. Wieso sollte ich. Das klappt so nicht. Wieso soll. Ich probiere einfach gerade mal wild aus. Das klappt. Jetzt gerade nicht sicher bin, was ich hier machen soll. Das klappt so nicht. Da vorne komme ich nicht hin. Ein Symbol. Das sind doch die Symbole. Was hat Bartolo? Das und das. Ob man die Symbole aktivieren. Die Statue eines Ritters. Wie kann ich die aktivieren, die Dinger? Ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
komme hier nicht rüber. Halt, Moment. Ihn kann ich doch hier rüber schicken, oder? Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Anselm da draufsetzen? Scheint zu klemmen. Vermutlich wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Ich will dich doch nur da absetzen. Das klappt so nicht. Mir ist gerade nicht klar, wie ich hier... Ich komme hier nicht drüber. Bin ich da dran vorbei? Buxieren meinen... Vorbeilauf? Nein. Auf mich wurde geschossen! Ach, geht doch. Wahrscheinlich darf ich die roten Platten nicht berühren. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Na komm, wo gehört das Ding hin? Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Wenn ich weiß, wo das hingehört. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Irgendwo wird schon hingehören. Das klappt so nicht. Das Rad. Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Da gehört's nicht hin. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Muss ich dir wieder rausnehmen und... Leute, das erkennt man leider nicht so richtig, wo welches Rad hingehört. Es sind zwei mittelgroße, zwei große und drei große. So, wo kommen wohl die großen hin? Hier eins. Der ist zu groß. Das da ist das etwas kleiner. Sieht nicht so schlecht aus. Wieso sollte ich das machen? Wieso sollte ich das machen? Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Das sind nur zwei kleinere. Wieso
sollte ich das machen? Es ergibt auch keinen Sinn. Sieht eigentlich perfekt aus hier. Ah, da kann man die nach hin und her. Zu hoch oben. Da komme ich so nicht dran. Kann die Maus das machen? Also gut, die bewegen sich schon mal. Dankeschön, Felgneul. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Da müssen, glaube ich, Wieso sollte ich das machen? Zwei kleine Räder. Dahin. Das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Das bringt nichts. Dreht sich nicht. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Das mache ich jetzt mal hier hin. Das berührt nicht. Wieso sollte ich das machen? Berührt auch nicht. Was für einen Unterschied macht das? Ist ich denke schon, dass es das sein muss. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Da bewegt sich das auch nicht. Das Rad hier. Probier, was jetzt passiert. Das reicht noch nicht. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Sollte ich das machen? Noch ein kleines. Wieso sollte ich das machen? So geht es schon. Ah. Okay. Ich glaube, da fehlt noch etwas. So, probieren. Ah.
Tür ist offen. Endlich. Oh, Totenköpfe, juhu. Ein Grabmal. Da ist irgendetwas eingraviert in alter Sprache. Den Aussätzigen, die für das Königreich der Himmel auf Erden den Tod und die Engelsflamme fanden. Dafür also die Nekropole? Engelsflamme? Kein Plan. Da komme ich so nicht dran. Das ist beweglich. Könnte das vielleicht der Schließmechanismus von hinten sein? Du meinst von vorne. Hä, was? Naja, du bist ja durch die Decke in die Katakomben gekracht. Das hier ist vermutlich der richtige Eingang. Stimmt. Und keiner konnte die Katakomben betreten, weil der Schließmechanismus kaputt war. Bis ich ihn repariert hab. Also kann ich das einfach lassen? Ich muss ja eigentlich nicht zurück. Richtig? Habe ich da was falsch verstanden? Sollte ich eigentlich hier weitergehen können? Hier bin ich also. Und jetzt weiß ich auch, wo diese Klappe im Boden hinführt. Ah. Hallo, Pater. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Ich gehe dann mal. Ach, das war schon immer... Nee. Halt! Da kannst du nicht rein. Da ist gerade eine Baustelle. Okay. Zu Greta kann ich auch nicht. Ja, jetzt... Ich muss zu Bloomford. Ich habe doch meinen Teil... Mein Bauplanteil. Ach, du schon wieder. Du schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein! Was? Wie bitte? Ich habe mich dir in den Weg gestellt. Ich habe dich in einen Sarkophag gesperrt. Ich habe den Sarkophag versiegelt. Und du? Du wagst es? Ja. Warum eigentlich? Das war seltsam. Ah, gut. Ich dachte, es geht nur mir so. Ich sagte ja, dieses Viech ist, war diabolisch. Und was machen wir jetzt mit der toten Ziege? Kann die hier einfach so liegen bleiben? Keine gute Idee. Greta hat dich eh schon auf dem Kieker. Wenn jetzt noch so ein toter Sündenbock hier mitten im Zentrum auftaucht, wird sie bestimmt einen Weg finden, dir das anzulasten. Womit sie ja nicht so ganz Unrecht hätte. Nicht hilfreich, Azael. Ich weiß nicht. Wir könnten die Ziege ja verbrennen. Nee, ist klar. Du und Feuer. Hallo, Reisender. Hallo. Hallo. Schöner Tag, oder? Nicht für die Ziege. Ja, aber so ist das im Alter. Wenn man stirbt. An Altersschwäche. So. Blöd wäre es ja nur, wenn man sich hier finden würde. Ja, das wäre wirklich blöd. Deshalb räume ich sie besser mal weg. Ich habe zum Glück nicht gesehen, was mit ihr passiert ist. Ach was. Manchmal ist das eine gute Eigenschaft, wenn man nichts gesehen hat. Ich meine, du hast ja auch nichts gesehen, oder? Ich? Ich hab doch nichts gesehen. Was hätte ich denn sehen sollen? Richtige Antwort. Dann haben wir beide nichts gesehen. Ich kümmere mich dann mal um die Ziege. Auf ein neues, immer schön mit dir Geschäfte zu machen. Was für Geschäfte? Ruhig, Taloril. Er entsorgt die Ziege. Jetzt mach das nicht kaputt. Mach lieber, dass du wegkommst und Bloomford die Schnipsel vom Bauplan bringst. Ein alter Brunnen. Scheint ziemlich tief zu sein. Mich interessiert eigentlich eher der Rabe, aber mit dem kann ich hier nichts machen. Was,
Dich kann ich auch nicht mehr ansprechen. Ich hätte Ziege ein Leben einhauchen können. So, jetzt kann ich Blumford den Bauplanschnipsel geben, aber das mache ich dann im nächsten Video. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.